Was hier passiert, ist viel brutaler als du denkst. Das ist die Raupe eines Monarchfalters, die gerade ihre Entwicklung zum Schmetterling abschließt. Die Raupe bildet um sich herum einen Schutzpanzer. Während dieser Phase verflüssigt sich ihr Gewebe. Die Zellen werden regelrecht aufgelöst. Innerhalb dieser Puppe verwandelt sich alles in eine Art Suppe. Alles wird neu angeordnet und bildet zum Schluss die anatomischen Strukturen des fertigen Falters. Diese Entwicklung vom Ei über die Larve und der Puppe zum erwachsenen Tier geschieht auch bei vielen anderen Insekten, wie zum Beispiel bei Käfern oder auch bei Bienen.